In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr relativ einfach die Streams der Fritzbox auf euren Fire TV bekommt. Streams der Fritzbox, damit meine ich die DVB-C-Streams, die einige Kabelboxen unterstützen. Link dazu nochmal in der Videobeschreibung, wie man dazu vorgehen muss, um diese Dateien, die dabei herauskommen, für Kodi kompatibel zu machen. Das wird jetzt nicht Teil dieses Videos sein. Also bitte erst das erste Video für Kodi befolgen. Und dann sind wir hier auf dem Fire TV Stick und richten den jetzt mal ein, damit er die Dateien wiedergeben kann. Was muss ich also tun? Ich bin jetzt auf der Startseite. Ich gehe mal nach links mit der Fernbedienung oben auf die Lupe und suche mal die App. ES Explorer heißt die. Genau, da kommt die schon als zweites. ES File Explorer. Da gehe ich mal drauf. Und installiere die. Herunterladen. So, die App ist jetzt installiert. Ich öffne sie mal. So, jetzt ist er geladen und wir gehen mal nach links, um in der Seitenleiste zu navigieren. Und zwar navigieren wir jetzt hier auf Netzwerk, klappen das aus, gehen hier runter und zwar gibt es hier den Remote Manager und den wähle ich jetzt mal aus. Und hier navigiere ich jetzt zu Einschalten und zack, den schalte ich ein. Jetzt merkt ihr euch mit mir zusammen die IP-Adresse und diesen ganzen Pfad, der da steht. Denn den brauchen wir jetzt wiederum an unserem Mac, Windows oder sonst was PC. Vorteil von dieser Methode ist, man muss keine Zusatzsoftware am PC installieren, sondern man kann das alles hier quasi über diese ES Explorer App abhandeln, die Dateiübertragung. So, ich unterbreche jetzt das Video. Wir kommen jetzt zum PC und dann sehen wir uns hier wieder. So, wie versprochen, jetzt zurück am PC. Und was sehen wir hier? Auf der linken Seite habe ich meine vorbereiteten Dateien. Ihr könnt einfach die entsprechende APK-Datei von Kodi auf kodi.tv runterladen. Nichts anderes habe ich jetzt hier gemacht. Hier liegt jetzt also die APK-Datei. Und diese Joint M3U, das ist die, die wir im vorigen Video schon mal für Kodi vorbereitet hatten. So, auf der rechten Seite ist jetzt genau das, was wir vorhin gesehen hatten. Und zwar diese FTP-URL, sage ich mal, die muss man genau so eingeben, wie man es hier sieht, im Windows Explorer. Einfach hier oben in die Adresszeile gehen und eingeben und Enter drücken. Dann sieht man im Grunde sowas wie das hier. Das sind jetzt eure Ordner, die ihr auf dem Fire TV Stick habt. Ja, ihr könnt jetzt einen neuen Ordner anlegen. Nennen wir den mal Kodi zum Beispiel. Ich öffne den mal und jetzt kopiere ich hier diese beiden Dateien rein. Und jetzt wird übers Netzwerk, wenn jetzt diese Dateien an euren Fire TV Stick geschickt. So, jetzt bin ich hier zurück am Fire TV und ja, wir können mal gucken, ob die Dateien heil angekommen sind. Dazu kann ich jetzt hier einfach auf Lokal gehen, gehe ins Startverzeichnis und wir erinnern uns, habe ich das Ding Kodi genannt? Genau, ich habe das Ding Kodi genannt. Und ja, ich mache jetzt erstmal nichts anderes, als diese APK-Datei auszuführen. Da kann ich hier einfach auf Installieren gehen. Kann jetzt sein, dass ihr bei euch noch die Meldung kriegt, dass ihr aus unsicheren Quellen quasi Apps installieren dürft. Das habe ich schon getan, deshalb kommt bei mir die Meldung nicht mehr. Müsst ihr halt dann akzeptieren und in den Einstellungen entsprechend umstellen. So, Installation fertig. Wir klicken hier auf Fertig. So, Kodi ist jetzt als App installiert, deshalb gehe ich einfach mit der Home-Taste zurück ins Hauptmenü und kann dann Ihre Apps und Channels, das sollte doch Kodi dann hoffentlich erscheinen, jawohl, da ist es, einfach mal drauf gehen und dann startet Kodi. Was müssen wir jetzt machen? Wir gehen als erstes hier unter TV und dann gibt es natürlich kein PVR-Add-on aktuell aktiviert, deshalb gehe ich hier auf Enter Add-on. Und mein Tipp, wie immer, das kennt ihr vielleicht aus dem anderen Video schon, ist hier der IPTV Simple Client. Den muss man einfach hier nur aktivieren. Und jetzt kann man da auf Konfigurieren gehen. Kann jetzt einstellen, dass man einen lokalen Pfad zu dieser M3U-Playlist-Datei hat. Und jetzt müssen wir das mal hier suchen. Ist das External Storage? Genau, da gibt es jetzt den Ordner Kodi, den hatten wir angelegt. Und hier gibt es diese Joint M3U. Die wähle ich jetzt einfach aus und sage okay. So, jetzt gehe ich wieder zurück, also in Kodi zumindest. Gucken, eigentlich müsste er jetzt einen Neustart brauchen, aber er braucht keinen. Dann ist das hier so eine Besonderheit vom PC. Doch, er braucht auch einen, weil hat er doch nicht geschafft, die zu aktualisieren. Das heißt, einmal Kodi beenden. Dazu gehe ich hier auf dieses Power
Button-Logo, gehe auf Exit und starte es jetzt noch einmal neu. Jetzt kriege ich auch die Meldung, dass entsprechend 167 Channels geladen sind. Ich gehe mal auf TV, gehe hier auf Channels. Ja, ist natürlich unsortiert, wie ihr es sortieren könnt. Auch das habe ich im anderen Video gezeigt. Hier geht es jetzt hier nur um die Spezialitäten des Fire TV Sticks. Ich wähle mal hier CDF Info aus. Also was ich hier sehe, ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Ich habe ja immer wieder so einen komischen Grünstich zwischendrin. An der WLAN-Verbindung soll es nicht liegen, die ist eigentlich relativ solide. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht beurteilen, an was das liegt. Auf jeden Fall läuft erstmal der Stream, was man halt hier auch noch probieren kann. Es gibt ja hier nicht nur HD-Sender, sondern es gibt ja hier auch zum Beispiel das ZDF oder Dreisat, nehme ich mal, in SD. Vielleicht habe ich da diese Probleme nicht. Also das sieht schon deutlich besser aus. Also hier habe ich diese Probleme nicht. Vielleicht liegt es irgendwie an der zu hohen Datenrate für HD. Vielleicht schafft das meine 1er-Version vom Fire TV Stick nicht mehr. Aber die Anleitung kann man ja genauso auch auf den anderen Fire TV Geräten benutzen. Die haben ja ein bisschen mehr Power. Also dann hier der Aufruf, wer eine Idee hatte, wie man diese grünen Störungen hier aus dem Bild rauskriegt, der kann mir das gerne mitteilen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Hier unter den Video-Settings habe ich nichts gefunden. Würde mich natürlich auch über euer Feedback freuen, ob das bei anderen Fire TV-Geräten auch auftritt. Also den 2er oder es gibt ja auch, wie heißen diese Dinger, diese 4K-Teile von Fire TV. Ja, die haben ja ein bisschen mehr Power, vielleicht verkraften die das.